Willkommen zurück bei Hidden Folks. Schnee-Update, Winter-Update, drei neue Areas. Gucken wir uns mal an. Gab's kostenlos das Update. Wo kündige ich meine Streams an? Wenn dann auf YouTube. Wir sind auch gerade im Livestream, also nur falls ihr euch wundert, mit wem ich hier rede. Oh Gott, erstmal wieder drauf klarkommen. Die habe ich total gefunden. Hat es nicht gezählt. Ist total da. Oh, ich habe das Eichhörnchen gefunden. Das ging. Ich wusste nicht mal, dass ich es finden muss, aber okay. Ich dachte, ich klopfe einfach mal den Schnee von den ganzen Bäumen. So, irgendwer, der Sterne sieht, fehlt uns noch. Kann ja eigentlich nicht so schwer zu finden sein, oder? Und was ist das? Karte für das nächste Gebiet wurde mit Schnee überhäuft. Da ist sie nicht. Da ist sie. Pepe weiß, dass kleine Dinge einen großen Effekt haben können. Ernsthaft müsste man ihn mit den Sternchen auf dem Kopf nicht direkt sehen? Also viele Leute eiern hier nicht rum. Das passt doch vom Pulli her nicht. Hier. Also das ist ja prinzipiell, aber... Da müssen wir noch irgendwas machen. Weiß nicht, können wir den Schlitten umlenken? Dass sie mit dem Schlitten umfährt? Funktioniert das? Hm. Also es muss ja er sein eigentlich. Wer anders hat den Pulli auch gar nicht an. Er sieht aber noch keine Sterne. Ich kann ihn mit ihm aber halt auch nichts machen. Kann die Fähnchen nicht umstecken. Oh, ja, okay. Okay, ich kann hier oben die kleinen Dinge anklicken und eins davon rollt Pepe um. So funktioniert's. Bam. So, weiter geht's. War ja alles, oder? Hat ja nichts vergessen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, es hört gar nicht auf. Oh Gott. Oh Gott. Das wird dauern. Okay. Okay, das sind auch vor allem hier so ein scheiß Schweizer Taschenmesser. Hängt mit der Werkzeuggang ab, okay. Alles im und auch unter dem Shop steht zum Verkauf. Ist denn der Shop? Im verschneiten Wald spielt diese Axt Verstecken mit Holzfäller Fleck. Momentan gewinnt die Axt. Tja, in welchem verschneiten Wald? Oh, guck mal. Das sieht doch hier nach was Besonderem aus. Brauchen wir da was von? Da kommt wer raus. Guck mal. Der intellektuelle Yeti. Hey, komm wieder raus.
Den brauche ich total. Ach nee, das ist ein anderer. Das ist zwar ein Yeti, aber nicht der Intellektuelle. Der hat einen anderen Hut auf. Dang it. Okay, haben wir noch mehr Yeti-Höhlen hier? Oder steht er vielleicht so irgendwo rum? Oh, hier an dem Lift könnte prinzipiell der Upside-Down-Snowboard. Hier hing doch irgendein Snowboarder-Kopf über, oder? Beim achten Versuch schaffte es Carla fast bis zum Ende des Lifts, aber eben auch nur fast. Okay, also müssen wir auf jeden Fall schon mal in der Nähe vom Lift suchen. Skilifte sind übrigens echt eine Seuche. Also kommt auf den Lift drauf an, aber hier. Carlos fühlt sich geehrt, dass so viele Menschen kamen, um ihm zuzusehen, wie er einen Schneefolk macht. Okay. Carlos steht also in einer Menge von Menschen und wackelt mit den Armen und dem Arsch. Die Menschen müssen nicht zwangsläufig wegen Carlos da sein, aber... Okay, das ist schon mal die richtige Armbewegung, aber der falsche Typ. Gott, da suchst du dir echt einen Wolf, ne? Haben wir irgendwo noch eine größere Menge Menschen? Guck mal, hier ist doch eine Art. Ah, guck mal, hier ist auf jeden Fall der Shop. Und hier ist die Karte. Karte war unter dem Shop. Naja, oder zumindest unter dem Schneehaufen. Also, wie sah Carlos doch gleich aus? Ach, da hat so ein Dingsy da drauf. Okay. Das macht, aber okay. Hier sind viele Menschen. Ist hier Carlos? Hier ist auf jeden Fall ein Gewinner vom Snowboard-Tutorial. Was haben wir denn hier? Da ist doch garantiert irgendwer hinter dem wir brauchen. Wirklich. Nimm es nicht persönlich, Matteo. Du stehst einfach zufällig inmitten eines Schlachtfeldes. Okay. Jedes Mal, wenn Horns zur Gruppe zurückkehrt, konnte er sich nicht daran erinnern, was er auf der Karte nachgeschaut hat. Okay. Okay, Lift zum Gipfel. Check. Helm, check. Stöcke, check. Buntes neues Outfit, check, Ski. Oh nein. Okay, das heißt, der ist irgendwo am Lift zum Gipfel. Entweder oben oder unten. Hier. Bling. Eichhörnchen. Nicht an all den Süßigkeiten unter ihm interessiert. Süßigkeiten. Okay. Wo gibt's hier den Süßkram? Wo war der Shop? Hier? Nee. Also vielleicht zählt das auch mit, weiß ich nicht.
Wir sind auf jeden Fall keine Schneebedeckten. Das ist auch nicht der intellektuelle Yeti, das ist der Party-Yeti. Folge dem Anführer, 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 folge dem Anführer. Okay. Also irgendwo auf Skiern und irgendwo unterwegs, auf jeden Fall. Es war halt der Party-Yeti, er hat einen Partyhut auf. Du? Nee. Muss ein X auf der Jacke haben und eine Brille, keinen Helm. Gott, hier war ich ja noch gar nicht. Kaninchen brauchen wir nicht, ne? Nee. Hier von wen? Wo bist denn du eigentlich? Hanna kam für das Après, nicht für das Ski. So viel zum Après-Ski. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Schneeschloss. Schneekanone. Oh Moment, die Schneekanone war... Die habe ich vorhin schon gesehen. Irgendwo. Hier. Hier ist eine Schneekanone. Da sind noch mehr Schneekanonen. Gerade so viele Schneekanonen. Und hinter irgendeiner, unter irgendeiner, oh Gott, sind das viele. Irgendwo, was ist das? Nicht das Eichhörnchen, okay. Unter irgendeiner ist das Schneeschloss. Hier. So, dann gucken wir jetzt erst nochmal weiter nach Yeti-Höhlen. Die sind, glaube ich, oh Gott, was ist hier denn? Ist hier Après-Ski? Nee, hier ist Erste Hilfe. Ah, guck mal, hier sind Werkzeuge. Dann ist hier doch bestimmt auch das Schweizer Offiziersmesser, oder? Oder das Schweizer Taschenmesser. Hängt mit der Werkzeuggang ab. Da. Dring, 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 dring. Check. Er ist weit vorne auf jeden Fall. Wen haben wir hier noch? Enzo ist gerade angekommen und fühlt sich für den ersten Sprung bereit. Okay, wenn er gerade angekommen ist, ist er... Entweder irgendwo an der Sprungschanze, wenn er für den Sprung bereit ist, oder er ist irgendwo unten am Parkplatz. Ja, er war das, ne? So einen kleinen lustigen Hut auf, okay. Und guckt sonst nur in der Gegend rum. Aber ich glaube, der Hinweis ist eher, er fühlt sich für den ersten Sprung bereit. Weil hier sehe ich niemanden mit Hut, tatsächlich. Was sind wir noch? Chris hat soeben seinen letzten Ski ins Feuer geworfen und hofft, dass seine Gruppe bald gefunden wird. Okay. Hilfe, ey, es ist noch so viel Kram. Folge dem Anführer. Da haben wir ihn. Fast.
Ski ins Feuer geworfen. Was ist denn hier mal Feuer? Ist irgendwo eine Gruppe im Wald? Irgendwo eine Gruppe verloren gegangener Leute? Da haben wir ihn schon mal. Ah, ne, er hat keine Tasse in der Hand. Wollte gerade sagen, es ist sie total, aber sie hat keine Tasse in der Hand. Dang it. Hofft, dass seine Gruppe bald gefunden wird. Das ist alles noch zu öffentlich hier. Das hier ist doch Après-Ski, oder? Nee, das ist die Siegerehrung. Ach, den hatte ich schon, dang it. Ist hier Après-Ski? Das sieht so nach Schnaps aus. Ist auf jeden Fall viel Alkohol am Start, aber ich sehe Hannah nicht. Okay, ich kann den Schlüssel nicht mitnehmen. Wer ist er denn eigentlich? Nino fährt nach links. Nein, doch rechts. Eigentlich links. Rechts, links, rechts, links, rechts. Okay. Nino fährt irgendwo hin. Ist hier Après-Ski? Auch nicht wirklich, ne? Nee, hier ist eigentlich der Skishop. Kommt doch einfach so schnell von einem zum anderen. So, ja, suche ich nach dem und dann vergisst man schon wieder nach, was man ursprünglich gucken wollte. Das war der mit dem ersten Sprung. Okay. Axt im. Oh Moment, Axt im verschneiten Wald, ja? Okay, so viel verschneite Wälder gibt es hier gar nicht. Also er müsste eigentlich irgendwo ein Holzfäller in der Nähe sein. Hatten wir den hatten wir schon, ne? Ja, das war der Party-Yeti. Nein. Bin ich hier von irgendwas? Nein. Hier. Nein, das ist auch nicht der intellektuelle Yeti. Gott verdammt.